meine Freunde, Lance Butters hat einen neuen Song rausgebracht, Is a Vibe. Wir checken den ab. Ich fand es mega sympathisch von Lance, dass er sich meine, ich glaube, Loner Reaction auch angeguckt hat. Das war richtig, richtig cool. Grüße gehen raus. Wenn dir Content gefällt, lass mir doch gerne ein Abo da. Lass mir doch gerne ein Like da. Hau mal die Glocke rein, dass du benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video release. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. 3, 2, 1, go. Oh, oh ja, gefällt mir. So ein bisschen Stranger Vibe. Stranger Things Vibe. Yeah. Du drehst Clips in den USA. Für einen Track grad mal so lala. Machst Features mit, ach, kein Plan. Digga, alles was ich weiß, ist, dass die Scheiße war nicht. Hab circa 1000 Joints in meinem Aschenbecher. Ein für jeden von euch Plastikrapper. Was für Sucht, ich kiff, damit ich euren Kack vergesse. Und ihr Wichser nehmt's mir krumm, weil ich Fakten spreche. Doch einem Lance-Butters kann man nicht böse sein. Oh, okay, ich muss nochmal den Einstieg mit euch hören. Am Anfang saugeil. Also bis jetzt fängt's schon sehr, sehr gut an. Der Anfang, es hat mich so ein bisschen an so Stranger Things erinnert, so ein bisschen der 80s Vibe, so ein bisschen dieses Neon-Clam-Rock-Style-Dings, halt dieses mit diesen Synth-Effects. Das fand ich schon richtig geil und ich dachte, okay, was kommt jetzt um die Ecke? Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das so geil anfängt und dann der Part, wenn Lance reinkommt, so sein Einstieg, finde ich richtig cool. Klingt er ein bisschen angepisst oder so? Auf Loner war er ja für mich persönlich ziemlich so relaxed und da fand ich den auch, ich finde ihn irgendwie mega sympathisch. Ich weiß nicht, was das ist. Er hat so eine Art und Weise an sich, so von seinem Rap-Stil. Da denke ich jedes Mal, ihm ist alles egal. Auf der anderen Seite denke ich, er legt so viel Liebe zum Detail in seine Kunst rein, dass es diese Dualität ihm sehr, sehr gut gefällt. Aber lasst uns nochmal zusammen einsteigen. Wow. Ich finde es wirklich mega cool. Oh, diese Duo. Und jetzt. Das hört sich wirklich fast so an wie so ein Soundtrack zu einer Serie oder so. Voll cinematisch, cineastisch. Yeah. Du drehst Clips in den USA. Für einen Track grad mal so lala. Machst Features mit, ach, kein Plan. Digga, alles was ich weiß, ist, dass die Scheiße war nicht. Hab circa 1000 Joints in meinem Aschenbecher. Ein für jeden von euch Plastikrapper. Was für Sucht, ich kiff, damit ich euren Kack vergesse. Und ihr Wichser nehmt's mir krumm, weil ich Fakten spreche. Doch einem Lance Butters kann man nicht böse sein, oder? Man müsst schon ein bisschen gestört sein, Bruder. Sagst, meine Mucke ist scheiße, doch willst auch nur so flown, Mann, du weißt es. Du verkaufst Stadien aus, aber Mark Foster auch. Also spiel dich nicht auf mit deinem enddummen Sound, du Lauch. Scheiß auf dein Hype, ich hab Zeit, komm vorbei. Schau mir zu, wie gut's mir geht, fühl mich wohl, ich bin frei. Is a Vibe, man erschießt mich, wenn ich jemals wieder wo sein. What? Nein, ich bleib lieber allein, denn das Rap-Ding läuft doch ohnehin nur noch nebenbei. Es fällt so leicht, ich weiß nicht, was ihr denkt. Ihr seid ein Trend, ich ne steigende Tendenz, man fick dein Hype. Ich hab Zeit, schau mir zu, wie gut's mir geht, ich bin frei. Is a Vibe. Geil, ohne. Oh, warte. Ah ja. Ey. Ich hab's gewusst. Dieses Sample oder dieser Sound muss kein Sample sein, aber. Oh, das war's oder was? Was? Nein, Bro. Nein. Ich will mehr. Nee, wir müssen auch nochmal reingehen. So leicht lasse ich dich nicht vom Haken, Alter. Das ist ein richtig cooler Song. So geil. Is a Vibe. Boah, das ist schon echt Metal, oder? Irgendwie so, das ist geil. Oh, ja, ja. Also, ich finde ihn hier richtig, also es ist angepisst, aber er ist halt wirklich, oh. Was war das? Er ist halt voll straight up einfach so, ja, doch schon sehr aggressiv, offensiv nach vorne. Aber trotzdem habe ich bei ihm immer so das Gefühl, er ist in so seinem Lance Butters-Modus, in seinem Künstlermodus, in seinem, bei der, also es schwingt immer so eine Art Entspannung mit, trotz dessen, dass er jetzt irgendwie offensiv in den Track einsteigt und auch auf den Part so voll nach vorne geht und hier in dem Gewächshaus, keine Ahnung, was es ist,
Es sieht übrigens sehr, sehr cool aus, ne? Mit dem Shot irgendwie von unten nach oben, mit den schwarzen Streben hier und dieses blau-gräuliche von oben runter. Er trägt auch so einen anthrazitfarbenen Hoodie, Mütze meine ich, Beanie-Mütze, einen blauen Hoodie. Es ist irgendwie cool. Was sind da? Sind da Lamas drauf oder sind das Rehe oder so? Das ist irgendwie auch fresh auf der Hose. Also mir gefällt sein Style sehr, sehr gut. Vom Video her so cinematografisch kann man da wirklich ein cooles Ding. Richtig schönes Ding. Und der Song an sich ist so nice. Warum? Weil er, wie gesagt, er fängt an, du hast das Gefühl, okay, da wird jetzt so ein Vibe erzeugt, ne? Ist er Vibe? Es könnte auch ein cooles Intro sein. Ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, irgendwie so mal auf einem Konzert das als Opener. Live könnte das auch ziemlich nice sein. Diese Melodie oder diese, ich weiß nicht, ob es ein Sample ist oder ob er einfach seine Stimme genommen hat mit Is a Wipe und dann irgendwie so Effekte und das war schon ziemlich cool und wie gesagt, das sind 2 Minuten. Ist es ein Opener vielleicht vom neuen Album? So kommt es mir auf jeden Fall vor und das primet auf jeden Fall für das, was kommen mag. Also es hört sich richtig, richtig gut an. 1000 Joints in meinem Aschenbecher, ein für jeden von euch Plastikrapper. Was für Sucht, ich kiff, damit ich euren Kack vergesse. Und ihr Wichser nimmt's mir krumm, weil ich Fakten spreche. Doch einem Lance-Badest kann man nicht böse sein, oder? Man müsst schon ein bisschen gestört sein, Bruder. Sag's, meine Mucke ist scheiße, doch willst auch nur so flown, Mann, du weißt es. Du verkaufst Stadien aus, aber Mark Foster auch. Also spiel dich nicht auf mit deinem enddummen Sound, du Lauch. Scheiß auf dein Hype, ich hab Zeit, komm vorbei, schau mir zu, wie gut's mir geht. Geil. Fühl mich wohl, ich bin frei. Das ist ja, oh, perfekt getroffen, ey. Das ist ja auch so geil, ne? Das ist ja so geil, dieses Flackern mit hell-dunkel, hell-dunkel, eher, ich weiß nicht, was es ist, so in so einem Feld oder draußen einfach Bäume oder so im Hintergrund. Also das ist so cool, es sieht irgendwie geil aus und der Beat ist cool und ich weiß nicht, mir gefällt es mega. Dieser Vibe, man erschießt mich, wenn ich jemals wieder wo sein. Nein, ich bleib lieber allein, denn das Rap-Ding läuft doch ohnehin nur noch nebenbei. Es fällt so leicht, ich weiß nicht, was ihr denkt. Ihr seid ein Trend, ich ne steigende Tendenz, man fickt dein Hype. Ich hab Zeit, schau mir zu, wie gut's mir geht, ich bin frei. Is a Vibe. Geil. Das meinte ich. Oh, das hört sich so gut an. Boah, geil. Oh, guck mal, oh, das ist so schön. Es ist wirklich mega anmutend. Das Video ist super schön, das Video ist super schön, super anmutig. Ah, es ist geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Lance Butters ist richtig, richtig nice. Freunde, wisst ihr auch, was richtig, richtig nice ist? Holy hat einen neuen Flavor. Lemon Hydration. Check den Link in der Description mal gerne ab, wenn du den Channel supporten willst. Das hier ist safe legit der beste Holy Flavor, den es ever rauskam. Kennst du diese Zitronenbonbons von früher mit dieser Brausefüllung, wenn du drauf beißt? 1:1. Jedem, dem ich das bisher zu probieren gegeben habe, habe ich gesagt, oh, es ist Killer, es ist der Beste, es ist der Beste, wirklich der Chill. 100%ig ist es der Beste. Also, wenn du Bock drauf hast, wenn du Hydration sowieso hast oder du willst mal ausprobieren, Hydration Lemon ab heute im Holy Shop. Check mal das Ganze ab. Unterstützt den Channel, hilft mir und ich muss ganz ehrlich sagen, genauso Lemon Squeezy, Easy Peasy Lemon Squeezy war hier Lance Butters. Mega cool, mega musikalisch mit, es ist a Vibe, es ist so geil. Es wird ein Bild vor allem gebaut. Wenn es jetzt irgendwie für ein Album, ich gucke jetzt mal gerade Long Live Lance, es primet ein so richtig und es macht mir Bock auf mehr. So wünschte ich mir Opener, so wünschte ich mir Intro, so wünschte ich mir einfach eine Songstruktur, die relativ jetzt hier einfach simpel ist. Ein kurzer Track, ein kurzes Video, aber trotzdem alles in allem wird hier der Vibe gebaut. Also ich glaube, ist er Vibe, der Name ist Programm. Hier wird der Vibe gebaut. Du hörst, okay, was kommt auf mich zu? Und das finde ich geil, das finde ich richtig nice. Also Lance Butters gibt es wirklich richtig, richtig gar nichts zu bemängeln, höchstens vielleicht. Ich dachte erst, oh, der Track ist so kurz, aber wenn es dann wirklich ein Intro ist oder so, ist es wirklich zu verschmerzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lance Butters is a Vibe, ist wirklich ein Banger. In diesem Sinne, Leute, lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde, im nächsten Video. Bis dann, euer Andi.